Sieben seltsame Tiere im Kleidergeschäft. So heißt ein weiteres Buch mit unserem Flamingo Possingo aus dem Kölner Zoo. Mal sehen, was darin alles so passiert. Ja, sieben seltsame Tiere. Ein Erdmännchen, ein Flamingo, ein Nashorn, eine Schlange, eine Giraffe, ein Elefant und ein Kamel. Ja, diese sieben seltsamen Tiere erscheinen eines Tages in einem Kleidergeschäft. Wollen die einkaufen, denkt sich der Verkäufer. Denn als erstes kommt ein Erdmännchen und er fragt es, ja, was willst du denn mit den Handschuhen? Das Erdmännchen sagt, ach, die helfen mir beim Graben. Die sind ganz nützlich. Der Verkäufer ist ganz verdutzt und weiß gar nichts zu sagen. Denn als nächstes kommt, ja, erstmal unser Flamingo, Possingo. Und was hat er um den Hals gewickelt? Natürlich ein FC Köln-Schal. Er ist ja Fußballfan von dieser Mannschaft. Ja, ihr habt es schon gesehen. Danach kommt ein Nashorn. Aber das Nashorn hat sich seltsame Teilchen ausgesucht. Es sind vier Krawatten. Und der Verkäufer sagt, aber Krawatten, die hängt man sich eigentlich um den Hals und nicht ans Nashorn und an den Schwanz. Das Nashorn meint, ja, aber so sind die doch viel besser und hübscher. Tja, und nach dem Nashorn kommt noch eine Schlange. Und die Schlange hat sich einen bunten Strumpf ans Ende gehängt und meint, ja, das ist die neueste Mode, guter Mann. Den will ich unbedingt haben. Oh je, wie sieht die denn aus? Denkt sich der Verkäufer. Denn dann erscheint eine Giraffe. Die Giraffe meint, ja, das brauche ich für diesen Sommer. Das ist der hübscheste Badeanzug, den ich gefunden habe. Ein grünen Bikini mit einer grünen Bikinihose mit Herzchen drauf. Oh je, Mini. Ja. Der Elefant marschiert auch noch hinterher. Er hat vier Gummistiefel und meint, ja, das ist ganz praktisch, weil im Zoo, da gibt es manchmal viel Matsch und da bleibe ich sauber. Oh oh, da ist das letzte Tier, hoffentlich für heute, denkt er sich. Ein Kamel und das Kamel hat drei Pudelmützen auf. Eine am Kopf und zwei auf den Höckern. Oh je, nee. Er ruft die Polizei. Aber die Polizei denkt, er ist betrunken. Und dann ruft er den Kölner Zoo an. Und der Kölner Zoo, das war richtig. Der Zoodirektor antwortet, richtig, richtig guter Mann. Vielen Dank, dass Sie die Tiere gefunden haben. Er eilt mit dem LKW hin und holt die Tiere ab. Zum Dank kauft er natürlich die ganzen Teile, die sich die Tiere ausgesucht haben. Ja, und wenn ihr jetzt fragt, warum ist das Krokodil nicht dabei gewesen? Ja, das hat gerade seinen Mittagsschlaf gemacht, als die Tür offen stand. Und der Löwe, ja, der hat seine Mähne gerade gewaschen bekommen. Und der Tiger, der war so eifersüchtig und hat ganz vergessen, dass die Tür aufstand. Naja, der Affe, ja richtig, der Affe Jojo, der fehlt uns auch noch. Der ist auch nicht ausgerissen, denn der hat gerade frische Bananen bekommen und weil der halt so viel Quatsch macht, hat er die alle rumgeworfen und hat gewartet, bis die Wärter drauf ausrutschen. Naja, so geht es manchmal zu im Kölner Zoo, vielleicht auch in einem anderen Zoo. Nur dort gibt es natürlich keinen Flamingo. Und die Geschichte, die hat sich eben im Kölner Zoo zugetragen. So, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr könnt bei Amazon auch das E-Book anschauen oder herunterladen. Oder das Buch kaufen, es ist nicht so teuer. Tschüss!